Ein WhatsApp, ein Steam. Da! Die dumme Sau. Dummes Arschloch. Piep, 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 piep. Oh. Du Hurensohn. Lass mal Maske aufsetzen. Wir sollten da einfach noch nicht reingehen. Freaky, Maske. Geh so. Ja. Geh? Ja. Die rosa Maske. Auch. Ja, natürlich, ah, okay. Das ist die beste. Das heißt, wenn, dann gehen wir alle zusammen rein und ballern uns da durch, oder was? Ja, ja. Ne, wir geben denen erstmal ein Bier aus, bis sie besoffen sind und dann klauen wir ihre Welt. Also ich wäre ja dafür, dass wir das Ding querlegen und mit der Flüssigkeit von den Bierflaschen den ganzen Laden einfach fluten und dann holen wir uns den Rest da raus. Ja, das ist Steinbruch, fluten, das reicht das nicht. Das ist halt Steinbruch, da reicht halt so, da, weiß ich, da reicht halt so ein 6er Selter halt nicht, ne? Wir haben keinen 6er Selter, wir haben jetzt einen ganzen LKW voller Truck. Bier. Pisswasser, ihr habt Pisswasser, Alter. Ey, das ist voll gut. Wenn du bei GTA im Fernsehen schaust, kommt da immer Werbung als das ist amerikanischste Getränk, das es gibt, Pisswasser aus Deutschland. Jungs, wo seid ihr? Lange braucht ihr noch? Wir saufen gerade den Ding leer. Ach, Mädels. Ja, das ist nämlich schwierig, das Auto zu fahren, wenn wir beide im Laderaum sind. Das ist Problemlösung, ja. Ey, da oben fliegt eine Titan. Sag mal, halt mal hier an. Ist das nicht auch eine Kneipe? Kann man da mal trinken gehen? Das ist Rex Dinner. Da gibt's auch was zum Saufen. Ich hab Hunger! Gottverdammt. Vorsicht, eilige Getränke, eilige Getränke. Ich weiß nicht, was so, wir hier machen. Seid ihr gleich mal da, oder was? Ja, chill. Ja, Freaky, mal ehrlich. Wenn man... Oh, ihr seid bei dem rosa Dino. Ja. Zwei Leute erwartet. Wenn man zwei Leute erwartet, die einen ganzen LKW voller Bier fahren, ne, da kann man auch so mal ein bisschen warte, Geduld zeigen. Du musst ganz langsam machen. Okay, fahr. Okay. Komm rein. Okay, los geht's. Da am Eingang stehen gleich zwei Leute. Können wir mal einen Haufen fahren, wa? Oh. Ja, erstmal mit Pisswasser übergießen. Habt ihr eigentlich kurz Pause gemacht und meinen Star Wars Teaser gesehen? Nein, Starschnarch, oh mein Gott. Halt die Fresse. Tigers and Bears. Ich glaube, ich bin mal drüber gefahren. Die schießen uns ab. Aber wir müssen aufpassen. Hier sind übelst viele Gegner. Ja, noch nicht. Ja, innen drin dann. Easy. Ich werde sowas von sterben. Denk dran, ja, X. Am besten von oben nach unten Leben. Rein. X ist Kopf. Es darf nur einer sterben. Ja. Ja, ja. Leute, ihr habt mich hier mitgenommen, das ist euch klar, ne? Gott, sind das viele. Ich hab ein Sniper-Gewehr. Lass mich da oben hin, lass mich hier hin. Aber ich hab eine rosa Maske, so I got that going for me. Which is nice. Warum ist denn jetzt das Telefon aufgegangen? Du hoch, ich hab oder? Keine Ahnung. Ich wollte nur ranzoomen. Ich sniper die einfach alle weg, Alter. Easy. Ich fahr runter schon mal. Bin dabei, Vorarbeit zu leisten. Klappt auch ganz gut. Ich fahr jetzt mit dem Pisswassertruck da runter. Oh Gott! Ich wollte eigentlich runterfahren, ich bin runtergefallen. Ich glaube, wir haben tatsächlich die meisten, Hier liegt noch... Na, hier ist noch einer. Ah, jetzt nicht mehr. Der Truck kippt um. Easy. Ich hab ihn. Okay. Ich komm mal langsam runter. Warte, Zero, ich komm bei dir hinten mit drauf, aber fahr nicht bin so, dabei, dass man hinten runterfällt. Ich bin dabei, ich bin dabei. Da kommen Helis, beeilt euch. Helis. Kommt ihr auch? Ich komm euch entgegen. Fuck. Vorsicht, hier. Leute, ihr müsst runterkommen und den anderen da klauen. Ja, ich bin. Briggy, du fährst, ich schieße. Ja, okay. Der andere kann gar nicht schießen. Aber nicht umkippen, okay? Ja, ich probier's. Weil sonst fliege ich runter. Ach, mein Gott, fetter Schwert. Oben Heli. Wir können gar nicht schießen, ihr müsst das alleine machen, ja? Ja. Ich krieg den mit meiner Pistole. Die Helis sind halt ein bisschen blöd. Aber der ist doch gut gepanzert, oder? In First Person ist das Schießen übelst nice. Aber wackel mal nicht so. Sorry. Ricky, kannst du das Auto mal gerade halten? Ich kann nicht sehen. Ich halte diese Aufgabe für schwierig.
Alles gut, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Du kriegst das hin. Ah! Wo seid ihr? Etwas hinten, weiter hinten, aber passt schon. Vorne. Okay. Vorne, nicht, der explodiert, Bist du des Wahnsinns? Ich fahr einfach erstmal, ne? Wer wird sich Killing Floor 2 am 21. kaufen? Wenn ich genug Geld hab, gerne. Oh Gott, ich bin fast tot. Geil. Aber kommt erstmal mit Early Access, das ist ein bisschen schade. Vielleicht warte ich auch, bis es voll draußen ist. Links. Nochmal links. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass meine Pistole hier nichts bringt. ja. Versteh ich gar nicht. Wie kommt's bloß? Ich hab panzerbrechende Munition, meine Güte, ich hab die mit Erbsen gefüllt. Schieß mit Wattebällchen. Vorsicht. Hauptsache, die kommen uns alle entgegen und machen nichts. Ja, weil ich sie meistens schon den Fahrer rausgeschossen habe. Voll gut. Aua! Haha! Das ist doch Panzerglas, oder nicht? Wieso kassiere ich die ganze Zeit? Ricky, du fährst aber gut. Hast du einen Führerschein? Oh. Wahrscheinlich nicht, der deswegen. Der macht gleich Bumm. Kann er jetzt gerne machen. Geil ist, du kannst mit dem Ding auch im Multiplayer rumfahren. Laber? Ja, aber es kostet 1,3 Millionen. Ja, easy. Spielst ein bisschen Team Deathmatch, dann passt das schon. Ja. Oh, richtig geiler Sound. Ja. Was ist das denn so weit weg? Das ist ja echt im Arsch der Welt. Und hab am Ende noch so eine komische Sandstrecke hier, die ist richtig ätzig. Ja, schon. Bei der bin ich jetzt auch. Gott. Vor allem sind hier 8000 Gegner. Ich fahr einfach nur an denen vorbei, ne? Das geht ganz gut. Ja, ich kann eh nichts machen. Ich habe ja meinen MG-Schützen auf dem Dach. Scheiße, das war gefährlich. Oh mein Gott. Ich ziel gerade auf die drauf. Ah, Alter, ich flieg gleich runter. Ja, Fahrer tot. Wir müssen die Memory-Wertalotte ausschalten. Ja. Grandios. Ja, wir kommen ja gerade. Das Problem ist, wir können nicht viel machen. Und ja, stehen bleiben kann ich nicht. Wir kommen ja gerade. Soll ich euch entgegenfahren, zurück wieder? Ja, einfach ein bisschen langsamer, wenn das geht. Ja, das ist gut. Ein bisschen langsamer ist mein Tod. Ey! Nein, ich Das sagst du so, ich hab nichts gemacht. Warte. Ja, warte mal, bleib mal stehen. So. Ah, ich treff den Lachsnacken nicht. Jetzt steigt er aus. Ich hab ihn. Okay, wunderbar. Die Strecke ist einfach total scheiße, weil jede Bodenwelle. Bleib stehen. Wenn ich zumindest ein Uzi hätte hier, dann wär's. Alter, wie viel hält der aus? Das freu ich mich auch. Wir kommen euch entgegen. Da vorne kommt noch, ne? Wir kommen euch entgegen. Ah, ihr seid unten, oben, wir sind unten. Da oben. Alter, da sind noch drei. Ach, das sind Zivilisten. Nee, die lieber nicht. Wir sind hinter euch. Ich bin tot. Oh. Bricky, bist du tot? Ja. Oh Gott, ich steig aus und benutze deine Leiche als Vorwand. Wir sind da, mach keinen Scheiß. Nicht sterben! Okay, alle tot. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Mitty, ich hol den Wagen. Ja, ich war Ali, bin im Wagen. Du hast den, wunderbar. Hauptsache mein CC-Cleaner ist gerade aufgegangen und hat mich aus dem Voll... Dann dem gelben Strich fahren zum Übergabeort und den Wagen im besten Fall in der Zeit nicht kaputt machen. Ich wollte nur wenden. Oh, Alter, schaut mal, wie dieser. Guck mal, das hat sich gar nicht gelohnt. Schaut mal, wie kaputt der scheiß Wagen schon ist, Alter. Was soll man jetzt? Guck mal, da läuft Öl raus. Ja, ey, ist nicht explodieren bringen, bitte. Melly, du musst da runter, das war schon richtig. Zurück. Ach so, das war richtig, okay. Ja, oh mein Gott. Nee, ihr könnt schon runterspringen. Euer Wagen macht das nichts. Hat doch keine Angst, ich fahre den großen Weg. Meine Güte. Oh boy. Ich weiß genau, was ich mache. Bevor die Mission dann verloren ist, lieber nicht. Nee, du musst da links. Ich fahr schon fast 8 Jahre unfallfrei. Hier so, moin. Am besten gegen den Kanister. Oh Gott. Nice. Wir standen. Holy fuck, Alter. Ach, der schon wieder. Das war intens. Nice. Das war ganz cool, die Mission. Hat Spaß gemacht. Ja.
Schickes Auto. Du Hurensohn. So. Bronze! Ja! Platin! Nice auf jeden Fall. Das Geld ist immer sehr schön. Ich, auch wenn ich nicht weiß, was JP sind, aber. Das sind. Ja, Judenpunkte, das hatten wir gestern schon. Judenpunkte. Ich weiß trotzdem nicht, wofür die sind. Na? Wie viele Vorbereitungsmissionen hat man jetzt hier wieder, bevor man in den Haste kommt? Wie viele haben wir jetzt noch? Noch zwei, glaube ich, oder? Kommt das hin? Weiß nicht, eine oder zwei kleine Missionen werden noch kommen und dann der Haste. Ja. Haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ja, nee, dann können wir es nachher ein bisschen durch und wahrscheinlich so 10:30 haben. Dann werde ich mich auch vertüseln für heute vom Stream. So. Ja, 24 Stunden Stream gibt's am Samstag. Um 11 Uhr ungefähr wird da losgehen. Ich werde die frohe Nachricht später nochmal auf Twitter verbreiten und morgen gibt es nochmal ein Hype-Video dazu, Info-Video. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich habe ich auch mindestens Besuch von einer Person während des Streams, die mich unterstützt. Das heißt, ich bin nicht ganz alleine. Im Optimalfall sind sogar zwei Leute hier, also ganz geil eigentlich. Wird auf jeden Fall sexy. Geld einzahlen, Freunde. Ja, genau, Geld einzahlen, dann direkt die nächste Mission. Gar nicht so lange rumkaspern, direkt loslegen. Also, wenn ihr doch die Zeit habt, würde ich eben nochmal zur Ammunition. Kannst du auch im Menü machen. Okay, echt? Du kannst da deine Munition aufstocken. Ja, ich brauche eine neue Waffe, deswegen. Achso, okay, das musst du bei Ammunition machen. Es sei denn, ihr wollt wieder, dass das, ich das nur mit Pistole mache. Das geht ja, das, vom Auto ausschießen kannst du sowieso nur mit Pistole. Daher. Auch Maschinengewehr. Ah, also wie ihr meint. Sekunde, JP sind Jobpunkte, je mehr du hast, desto mehr Erfahrungspunkte bekommst du. Die Punkte sammeln sich während einer Session, wenn du dich ausloggst, sind sie weg. Ah, geil. Das heißt, okay. Je länger du am Stück spielst, umso länger oder umso mehr... Was dank der guten Server und dem stabilen Spiel nicht sehr oft funktioniert, aber ja, ich verstehe. So. Dann zum nächsten Ammunition einmal fahren, da muss ich auf jeden Fall einmal hin. Ja, da komme ich mit. Ja, dann... Ich bin auch gerade unterwegs. Ich brauche zwar nichts. Einmal Munition aufladen und dann geht's weiter. Easy. Bin ich, ich weiß nicht, ich mach die bei GTA Online mache ich die ganze Zeit instant das Radio aus. Da stört. Ich habe meine eigene Musik drin. Ja. Ja, ich auch. Oder ich mache halt einfach Spotify an. Ich höre mir den Popsender, den feiere ich. Frag mich bitte nicht warum. Also im Singleplayer höre ich den gerne, aber bei Online geht mir das auf den Keks irgendwie. Ja, weil du im Singleplayer nicht mit anderen Leuten redest. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Klug kombiniert, Sherlock. Es sei denn, du redest mit dem PC, ist was auch manche Menschen besser tun. Ich hab mal einen Let's Player gesehen, der macht auch auf Twitch so Livestreams. Der spielt den Omnibus-Simulator. The fuck? Und zwar jeden Tag, 800 Stunden lang. Was? Und der hat dann richtig, auch mit richtig, so mit Tretpedalen und Lenkrad und alles. Und der hat so eine richtige Anlage dafür. Geil. Und der spielt das aber so richtig krass. Das heißt, wenn da die virtuellen Gäste einsteigen, begrüßt er die. Bitte, hallo, tschüss. Mega gut. Aber krass, Alter. Und der hat davon 46.000 Parts auf YouTube und die Leute feiern das total ab, Alter. Finde ich auch cool. Das ist ja richtig geil. Ja. Alter, voll lustig. Wem gehört denn die kaputte Karre hier draußen? Mir nicht. Ich hätte gerne ordentlich. Eine ich kann mir jetzt endlich Haftbomben kaufen. So, hier war meine Ausrüstung ein bisschen. Ausrüstung, Atemgerät brauche ich nicht. So. Ich hab einen grauen Hörer dabei, richtig sexy. Okay, eine Weste ist vielleicht gar nicht mehr. Was bringt einem neue Schuhe bitte? Bringt es irgendwas? Die sehen stylisch aus. Ja, aber das war's dann auch schon, oder? Ja. Korrekt, ich kann mir Flipflops kaufen. Oh mein Gott. Betty, dreh dich mal um, bitte. Was zur Hölle? Der war gar nicht scheiße. Ah! Dank Passivmodus sieht man es nicht so richtig, aber... Oh mein Gott. Wärst du bitte so gut und würdest deine Plauze wieder einpacken? Oh, fuck. So, das war jetzt der schwule Moment des Tages.
Oh boy. Richtig nice, ey. So, ich würde behaupten, ich habe alles. Munition kaufe ich mir gleich. Ja, ich will jetzt die Waffen nochmal kurz ein bisschen. Waffe habe ich Karabiner, mehr braucht man anscheinend eh nicht. Ich papp hier jetzt erstmal C4 drauf. Ey! Gerade neu gekauft. Ich kauf mir jetzt ein paar geile Waffen, Alter. Bart. Jo, Lucky Ponko, bis demnächst. Jo. Morgen bin ich da und Samstag um 11 Uhr 24 Stunden Stream. Mach mal den Dings Passivmodus so hier aus. Warum? Weil ich keinen Geist vor mir haben. Damit du mich sprengst oder was? Ja. Hast du deinen auch schon ausgemacht? Ja. Ah, okay. Guck mal die alte Oma hier beim Autofahren. Da fuck war das denn? Du bist doch selber ein Geist. Boah, wer hat denn das kaputte Auto hier gestellt? Nö, ich hab meinen Passivmodus ausgemacht. Jetzt hast du deinen auch ausgemacht. Nee, deiner zählt runter. Wenn du ihn ausmachst, dann zählt unten Countdown runter. Ah, okay. Sind wir jetzt alle... Nee, Freaky steht da drin, kann das? Ich bin fertig. Freaky braucht immer länger. Die schwarze Schrottkarre. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Kram gekauft. Ich komme. Wer hat denn die schwarze Schrottkarre? Matt Baron steht drin. Sitzt drin. Hi, Boys, hier bin ich. Oh, nee. Was? So, los geht's. Heißt. Oh, Motherfucker. Was passiert hier? Allahu Akbar. Zack, auf die Frontschutzscheibe. Bam. Hat nur nichts gebracht. Alter. Leute. Ja. Zack. Die Dinger sind awesome. Matt Baron okay, ist... Wollen den Heist starten? Matt Baron ist raus. Wie? Hat das Spiel verlassen, ja. Warum? Ich höre doch. Also, ich hatte gerade. Es sind auf jeden Fall gerade alle Autos explodiert hier. Das war nicht ich. Das soll auch so sein, ja. Ist dein Spiel abgestürzt oder was? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja normal, wenn man die Netzwerkverbindung verliert, dass alle Autos explodieren. Nee. Die habe ich in die Luft gejagt. Die haben die in die Luft gejagt. Ich versuche jetzt nochmal dir beizutreten, warte. Ja, mach das mal. Wir fliegen jetzt da mit dem Heli im Flugzeug. Können wir das von hier aus starten? Nein. Ah, okay. Zurück zum Hude. Steig ein. Andere Seite. Ja, er geht's. Vorsicht! Also müssen wir erst zurück in dein Bütchen, ne? Ja. Richtig. Komm, Propeller, dreh schneller. Jetzt kommen da schon die Cops eingedaddelt. Kein Ding, ich hab die Mikro-MP, Alter. Ich hab die Mikro-MP. Ihr Schweine. Seid ihr gerade im Heli? Ne, im Flugzeug. Ach, da, jetzt seh ich's auch, okay. Ja. No. Nice. The mighty power of Micro-MP. Vor uns ist der nächste. The mighty Micro-MP, Alter. Gar nicht OP, das Ding. Vor allem Flugzeug fliegen mit kaputter Scheibe ist immer super. Da hast du am Ende der Fahrt auf jeden Fall ein paar Fliegen zwischen den Zähnen, ne? Ja, drrrr. Barcelona, mach's Mund auf. Oh, 4 Sterne, what the fuck. Alter. Ja, kurz vor Kampfjets. Jetzt fliegt doch schnell über die Military Base, oder? Der hätte doch im Passivmodus bleiben sollen. Wenn schon, denn schon, ne? Wir werden schon, ne? Ich versuche gerade zu reconnecten und hol mir derweil was zu trinken. Wir greifen uns dann gleich Kampfjets an. Ist gut in der Cessna. Oder wir können mal schauen, ob ein paar Kampfjets da sind, können wir landen. Aber die Scheibe ist schon ein bisschen. Oh, jetzt sitzt der mit Oberkörper frei neben mir. Oh! Ist doch sexy. Ja, richtig sexy. Freue ich doch mal ein bisschen über sowas. Ich bin voll professionell, ich schreibe jetzt mal auf WhatsApp, wenn wir hier rumfliegen, ne? machst du Fotos? Ich versuch grad Steve noch klar zu machen für Samstag 14 Stunden Stream. Dann sind wir hier zu dritt. Und wenn wir hier zu dritt sind, dann wird dein fucking Project 64 Emulator runtergeladen und Mario Party gespielt und zwar bis wir tot umfallen. Nicht. Mario Party klingt nach richtig viel Spaß. Oh, jetzt kommen schon die Raketen angeflogen. Oh shit! Alter! Ich glaube, es hat euch zerbröselt. Ja, wir sind drüber geflogen und plötzlich kam so eine Rakete angeflogen und Bart's tot. Oh mein Gott! Nice! Ich bestell mir mal mein Auto. Das war aber irgendwie cool.
Ey! Du! Stehen bleiben! Du! Hurensohn! Ey. Was sollte das? Ey, da steht ein Militärtruck. Oh, ja, den hab ich gerade geklaut. Gönn dir. Achso, wir sind auch auf einer Military Base. Macht Sinn irgendwie. Soll ich dich abholen? Ich versuche jetzt was Lustiges, willst du kurz mal machen? Ja, ich brauchst aber ein schnelles Auto. In die Basis reinzuspringen. Ja, wir jumpen jetzt mal kurz in die Basis und schauen, ob da ein Chat rumsteht oder so. Nice. Kriegen wir für dich. 5 Sterne, ja, aber. Boah, jetzt habe ich die 2 Sterne von dem Mongo hier. Ich bin außer Gefecht, meine Leiche liegt in deinem Wagen. Oh, nice. Nee, sie ist hinten rausgefallen. Ich bin aber wieder bei dir gespawnt, glaube ich. Wo seid ihr? Dann komme ich vorbei. Ja, warte, ich hol dich schnell. Seid ihr die beiden da oben? Ja. Ja, schieß auf mich. Achso, was? Ich dachte, das wäre der Militärwagen da gewesen. Friegezockt ist gestorben. Läuft. Schade, dass man nicht mit dem Raketenwerfer aus dem Fenster schießen kann.